Trachtennacht. Die Promis und Festwirte machen sich fit für den Wasen. Bringen die was? Wissenschaftler bewertet Wahlplakate und ihre Wirkung. Und Kletterspektakel, Live-Rockmusik und Spitzenklettern bei den Adidas Rockstars. Ja, und damit guten Abend und willkommen zum Journal hier bei Regio TV. In 10 Tagen heißt es wieder rein in die Tracht und ab aufs Cannstatter Volksfest. Die neuesten Trends in Sachen Wasen-Outfit wurden gestern auf der Angermayer Trachtennacht in Stuttgart präsentiert. Auf dem roten Teppich hat unsere Wasen-Reporterin Isabel Haspel die Festwirte und Promis getroffen und die hatten einige Tipps in Sachen Wasen auf Lager. Gute Vorbereitung für das anstehende Cannstatter Volksfest ist alles. Wo geht das wohl besser als beim Wasen-Warm-up auf der Angermayer Trachtennacht gestern in Stuttgart? Was ist so dein Tipp für ein Katerfrühstück? Katerfrühstück. 10 Minuten kalt duschen, 1 Liter Mineralwasser und dann ab wieder ins Zelt. Das Konterbier ist immer am besten. Der erste Schluck ist immer ein bisschen komisch. Ja, aber noch zweiten aber dann wieder. Geht's. Dann Weißbier geht's. Ist sowieso sehr mild und fein. Und dann eine schöne Maultasche dazu. Richtig. Das heißt, die Kombination auf die perfekt. Hand. Auf die Hand, die Maultasche, genau. Auf die Hand. Bombe. Bombe, auch die Fashion-Outfits der Stars und Sternchen auf dem roten Teppich. Hier entdecken wir Sängerin Baha Kisil, die aktuell bei der RTL-Show Dance, Dance, Dance das Tanzbein schwingt. Hast du so ein paar Tipps für den perfekten Move im Dirndl? Oh, ich weiß nicht, ich bin nicht so geübt im Dirndl. Es ist irgendwie so einmal im Jahr darf ich das dann auch tragen und dann fühle ich mich sehr wohl darin. Aber ja, ich glaube einfach weiblich sein und Selbstbewusstsein, Spaß haben und das ist das, was ja ein Dirndl eigentlich repräsentieren sollte, Weiblichkeit. Das zeigt an diesem Abend auch die Modenschau mit den neuesten Trends. Mädels, aufgepasst, Tracht im Vintage-Stil oder glamourös, das muss Frau tragen. Bei den Männern hat der Ehemann von Festwirtin Sonja Merz den richtigen Riecher. Ich denke, dass mehr und mehr die kurzen, krachenden Ledernen kommen, die schön hartes Hirschleder, die man weich sitzen muss im Laufe des Lebens. Ja, die Heidi von der Alm irgendwie, das mag ich auch gern so den Look, ne? Dazu schöne High Heels anzuziehen, so ein bisschen Weiblichkeit reinzubringen. Variieren, hier Sommerkettchen, man kann ja alles dazu variieren. Hauptsache es passt und sieht gut aus am Schluss. Und welcher Hit hat Chancen auf den Wasen-Ohrwurm 2017? Im Kommen nicht Hula Paloo, sondern von Seiler und Speer Harmkunst. Kannst du es mal anstimmen? Letzte Nacht, wo eine schwere Partie für mich, dass ich nicht klar heimkomme, wovon auf einmal glor. So geht es. Ja, feiern, das können die Stuttgarter. Aber gibt's denn überhaupt noch einen Unterschied zu Wiesn? Das ist Schöne natürlich am Wasen im Gegensatz zu der Wiesn. Wiesn haben wir Zelte mit 10.000, 15.000 Mann. Da zählt nur noch die Masse und der Wasen ist halt familiär und gemütlich. Das ist alles noch herzlicher. Damit kann das 172. Cannstatter Volksfest ja starten. Mit viel Herz, Party und jede Menge Tracht. Ja, und während der Wasenzeit ist unsere Reporterin Isabel Haspel übrigens wieder für Sie auf dem Volksfest unterwegs. Interessante Geschichten vom Fest gibt's dann täglich im Journal. Ja, vor jeder Wahl ist es das gleiche Bild. Auf einmal wachsen überall Wahlplakate wie Pilze aus dem Boden. Slogans fliegen uns regelrecht entgegen. Doch beeinflussen sie wirklich unsere Wahlentscheidung? Welche sind gut, welche weniger gut gemacht? Wir haben da mal mit Hilfe eines Wissenschaftlers genauer hingeschaut und natürlich auch die Bürger zu Wort kommen lassen. Beeinflussen Wahlplakate sie in der Wahlentscheidung? Also mich persönlich nicht, aber ich denke schon, dass sie beeinflussen. Ich schaue schon immer mal drauf. Aber ich weiß, was ich wählen tue. Wenn man immer die gleichen Bilder sieht, dann wird man auch darauf fixiert. Ich bin ein politischer Mensch. Insofern lassen mich Wahlplakate ein bisschen unbeeindruckt. Die Bewertung von Wahlplakaten ist bei unserem ersten Stimmungsbild nicht eindeutig. Wir schauen genauer hin und zwar mit Hilfe von Frank Brettschneider von der Uni Hohenheim. Er untersucht die Plakate wissenschaftlich. Sein Fazit zu ihrer Bedeutung? Sie sind allgegenwärtig und deswegen können sie auch, wenn sie gut gemacht sind, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken. Und die Themen, die können dann wieder für die Wahlentscheidung sehr wichtig sein. Dieses Ziel erreichen die meist kleinen Schilder der Wahlkreiskandidaten, laut dem Wissenschaftler jedoch selten.
Die sind in der Regel ziemlich gruselig. Man sieht einen Kopf, man sieht einen Namen und das Parteilogo. Keine Botschaft, außer vielleicht aus Stuttgart für Stuttgart. Und das war es dann aber auch. Die sind inhaltsleer und man könnte die eigentlich vergessen. Deswegen ganz schnell zu den bundesweiten Plakaten. Blickverlaufsanalysen zeigen, wie Betrachter reagieren. Das lässt wissenschaftliche Schlüsse zu. Demnach hat die CDU viel richtig gemacht. Die sind sehr aufgeräumt gestaltet. Man hat eine klare Sprache, es ist ein eindeutiges Bild. Es gibt wenig Text dazu, den kann man gut lesen. Und es gibt als verbindendes Band über alle Plakate hinweg die Deutschlandfahne, aber nicht in der alten 50er-Jahre-Form, sondern sehr modern. Nicht ganz so gut kommt die SPD weg. Die SPD hat auch ganz gut aufgeräumte Plakate, allerdings hat sie sich bei der Bildauswahl ziemlich vergriffen. Da sieht man relativ häufig unglücklich guckende Menschen und das ist jetzt nicht Sinn bei einem Plakat. Für Aufsehen sorgte die Kampagne der FDP. Die wirft die Binsenweisheit, Plakate müssen plakativ sein, über Bord. Kleingedrucktes dominiert. Die FDP weiß, das wird kein Mensch lesen, jedenfalls nicht auf den Plakaten, aber dann unter Umständen in den Online-Bereich gehen und auf der Webseite sich anschauen, was haben die nun eigentlich zu sagen. Das kann man einmal machen, bei der nächsten Bundestagswahl funktioniert das nicht mehr, aber für dieses Mal ist das recht ordentlich. Ordentlich sind für Brettschneider auch die Plakate der Linken. Ihre Botschaft ist direkt klar. Das schaffen die Grünen diesmal nicht so gut. Bei den Plakaten der AfD ist sich der Wissenschaftler nicht sicher, ob die Klientel sie sofort verstehen. Neben dem Design ist bei den Plakaten aber noch was anderes entscheidend, die Masse. Das ist eine Materialschlacht, ja. Und da gilt aber auch tatsächlich viel, kann dann auch viel bewirken. Wie viel Stimmen die Parteien dank der Plakate gewinnen konnten, lässt sich wissenschaftlich aber nicht sagen. Trotzdem werden die Parteien wohl auch bei den nächsten Wahlen auf sie setzen. Ja, und morgen schauen wir in Sachen Wahl auf den SPD-Spitzenkandidaten Martin Schulz, denn der ist auch bei uns in der Region auf Wahlkampftour gewesen. Und damit direkt zu den Kurznachrichten in Wort und Bild. Sie gilt als eines der kostbarsten Dokumente der europäischen Zeitgeschichte, die sogenannte Bannandrohungsbulle gegen Martin Luther. Seit heute ist diese im Kunstgebäude in Stuttgart zu sehen. Weltweit existieren davon nur noch 3 Exemplare. Die Bulle ist das Prunkstück der Ausstellung Freiheit, Wahrheit, Evangelium, die Reformation in Württemberg. In den 6 Ausstellungsräumen erwarten die Besucher aber noch viele weitere Exponate. Die meisten stammen aus den Sammlungen des Staatsarchivs und der Staatsgalerie Stuttgart. Auch heute sind wieder zahlreiche Flüge am Stuttgarter Flughafen ausgefallen. Allesamt im Zusammenhang mit der laut Airline außergewöhnlichen Krankheitswelle bei Air Berlin. Knapp 150 Piloten sollen sich bundesweit krank gemeldet haben, vermutlich aus Protest gegen die Verkaufspläne bei der insolventen Fluggesellschaft. Betroffen davon waren auch wieder mehrere Flüge von Eurowings, die von Air Berlin betrieben werden. Da mit einer schnellen Genesung der Piloten nicht zu rechnen ist, werden Passagiere auch weiterhin gebeten, sich vorab genau über den Status ihrer Flugverbindung zu informieren. Und laut Air Berlin soll morgen der Flugbetrieb vermutlich auch wieder planmäßig laufen. Ja, der Herbst hat Stuttgart und die Region derzeit ja fest im Griff. Ein guter Zeitpunkt, ein bisschen Spaß in der Halle zu haben. So wie bei den Adidas Rockstars am kommenden Wochenende. Mehr dazu gleich hier nach der Werbung. Herzlich willkommen zurück. Klettern trifft Musik, so kann man das Konzept der Adidas Rockstars Tour ganz vereinfacht beschreiben. Genauer gesagt duellieren sich dabei die weltbesten Sportkletterer an der einzigartigen und äußerst anspruchsvollen Rockstars Kletterwand. Auf Zeit und begleitet von verschiedenen Live-Music-Acts. Ein Sportspektakel, das deutschlandweit einzigartig ist. Einmal im Jahr treffen sich die weltbesten Boulderer in der Stuttgarter Porsche Arena. Bouldern ist das Klettern ohne Seil in Absprunghöhe. Dabei gilt es, einen Parcours mit möglichst wenig Fehlversuchen und so schnell wie möglich zu bewältigen. Was Koordination und Athletik betrifft, ist Bouldern sicher die anspruchsvollste Disziplin im Sportklettern. 2020 ist die boomende Sportart Demo-Wettbewerb bei den Olympischen Spielen in Tokio. Und damit auf dem besten Weg, eine offizielle olympische Disziplin zu werden. Zum 7. Mal schon klettert die Weltelite in Stuttgart um die Wette. Traditionell begleitet von Live-Rock-Musik und DJs. Dieses Jahr haben wir das beste Feld aller Zeiten, kann man sagen. Also wir laden ja traditionell die Top 30 des Gesamtweltcups ein, die Weltcup-Gesamtsieger, die Europameister, die Weltmeister. Und sie sind auch alle hier vertreten. Sie sind alle noch sehr gut in Shape, muss man sagen, weil die Saison relativ lang war dieses Jahr. Und wir freuen uns auf einen sehr spannenden Wettkampf.
Das Event in Stuttgart ist das älteste und wichtigste der weltweiten Adidas Rockstars Tour. Die Atmosphäre hier ist für die Kletterakrobaten einzigartig. Man hat von jedem Platz aus das Gefühl, unheimlich nah dran zu sein am Geschehen. Und in dieser Art und Weise kann man halt selten Klettersport genießen, weil meistens steht man auf einer großen Fläche irgendwo unten und in mehreren Reihen drängelt sich, sieht nicht so wirklich viel von der Kletter-Action. Und hier hat man halt als Zuschauer wirklich den Luxus, völlig wurscht, wo man sitzt, also alles sehr, sehr gut im Blick zu haben. Logistisch ist das Indoor-Kletterspektakel eine Herkulesaufgabe. Allein die Wettkampfwand besteht aus über 300 Einzelteilen. Ja, hier arbeiten natürlich über 100 Leute schon allein im Aufbau im Hintergrund, bis das ganze Licht hängt, bis die ganzen Bühnen stehen. Wir haben ein sehr großes Team, das sind 7 Routenbauer, die eine Woche lang alle Routen austüfteln für die einzelnen Runden. Und von daher ist der logistische Aufwand dieser Veranstaltung natürlich enorm. Bereits am Freitagmorgen startet das Kletterevent mit der Qualifikation. Die Finals stehen dann am Samstag auf dem Programm. Der Eintritt ist übrigens an beiden Tagen frei. Zum Glück wird dann ja in der Halle geklettert. Draußen wäre das heute kein Vergnügen gewesen. Auch bei uns waren die Ausläufer des Orkantiefs deutlich zu spüren. Ob es auch in den kommenden Tagen so stürmisch bleibt, das erfahren Sie jetzt in den Wetteraussichten. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin, Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss, auf Wiedersehen. Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Uns stehen ungemütliche Tage bevor, jetzt noch mit sehr viel Wind. Der Wind wird aber am Freitag nachlassen. Und der Donnerstag, er beginnt erst einmal mit kräftigen Regenfällen aus der Nacht. Wir haben von der Vorderpfalz bis zum Taubertal rüber intensive und anhaltende Regenfälle. Diese Regenfälle verlagern sich im Laufe des Nachmittags immer weiter nach Süden in die Gebiete südlich von Alb und Schwarzwald. Dahinter lockern die Wolken zögerlich auf. Die Temperaturen erreichen mit Ach und Krach gerade mal 14 bis 17 Grad. Die 17 Grad werden am Nachmittag am Rhein erreicht, wenn die Sonne rauskommt. In Ulm beispielsweise werden die 17 Grad am Vormittag erreicht. Wenn dann am Nachmittag der Regen fällt, geht es hier auf rund 10 Grad zurück. Und auch in Stuttgart ist es sehr ungemütlich. Erst mit intensiven und kräftigen Regenfällen, die am Vormittag durchziehen. Am Nachmittag lässt das Ganze von Bietigheim bis Singen her nach und die Wolken lockern am Spätnachmittag ein bisschen auf. Der Wind ist weiterhin unangenehm, anfangs auch noch stürmisch und die maximal 15 bis 17 Grad fühlen sich deutlich kälter an. Wir kriegen dann am Freitag eine kleine Verschnaufpause, ein paar sonnige Phasen mehr, es ist nicht mehr ganz so windig und nur noch vereinzelt sind Schauer dabei. Auch das Wochenende bringt uns eine Mischung aus Wolken und Sonne. Mal scheint die Sonne häufiger, mal sind die Wolken dichter und es sind ein paar Schauer unterwegs. Und zu Wochenbeginn ändert sich wenig, es bleibt dazu kühl und die Nächte sind frisch.